und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage. Es ist... Nein, ich bringe den Joke nicht jeden Mittwoch. Haha, Mittwoch, ich hab's gesagt. Es gibt ja mittlerweile Hater, die mich echt drauf ansprechen, was ich für ein bescheuerter Idiot wäre und dass ich immer so albern sei und... Haben die Leute keinen Spaß im Leben und machen nichts? Ja. Manche Leute auf dieser Welt verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Manche verstehe ich nicht. Egal. Wir machen ja auch nicht die Videos für die Hater, sondern damit ich Spaß habe. Gut, damit ich Spaß habe, kriege ich von euch geile Replays. Unter anderem von dem Cry More Please. Einem netten Kollegen aus WoT. Also Kollegen im Sinne von, er spielt auch WoT, genauso wie wir. Und er spielt den Tschechen, und zwar den Neuner Tschechen. Und der Neuner Tscheche hat ja die, ich sag mal, die Spezialität, dass er, also die haben ja nichts an Panzerung und die haben ja nichts an, an bouncigen irgendwas, sondern die sind einfach nur mobil, haben eine geile Gun und Magazin. Krass. Krasses Magazin. Es gibt ja Leute, die sagen, ey, die Tschechenlinie ist der neue Badget. Und ganz ehrlich, ich glaube es mittlerweile. Weil einfach mal eine 0,35er Gun, ja, beim 10er. Und ich weiß gar nicht, was die hat. Hat die auch schon? Ja, auch 0,35. Die hat halt nur, also, nein, Sätze beenden. Also die, eine 0,35er Gun in einem, bleiben wir mal beim 10er, in einem Magazinpanzer, der 4 Schuss rausrotzt. Klar, die Badget haut 5 raus, aber die Badget schießt dafür auch da lang und da lang und da lang und da lang. Also null präzise. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ja. Insofern, ich finde die Tschechen super interessant. Passen auch zu meinem Spielstil. Also, sehr schön. Cry More Please hat in dem 9er, in dem T50, der, wie gesagt, die gleiche Gun von der Präzision her und von den groben drumherum hat, aber eben nur 3 Schuss im Magazin. Aber was heißt nur, wenn du... Ich kam mit dem auch sehr gut zurecht. Sehr, sehr geiler Tank. Ja. Cool. Gucken wir uns gleich an. Was gibt's noch Neues? Ich habe eine Zusage bekommen von Stahl auf der Heide, dass ich sozusagen als... ich weiß gar nicht, wie die das genannt haben. Als Medienberichterstatter bei Stahl auf der Heide zugelassen bin. Medienberichterstatter. Ich habe einen Titel, ich bin Medienberichterstatter. Großartig. Ja. Also, kann ich nur nochmal wiederholen, ich werde da sein. Ich bringe auch den Epix mit, glaube ich. Hallo Epix. Denn zu zweit macht es mehr Spaß. Und wer noch kommt, ich denke, da kommen auch noch mehr. Und wenn ihr auch Bock habt, Stahl auf der Heide ist also Programm. Jetzt definitiv. Ich bin dann auch gerade aus dem Urlaub wiedergekommen, sehe also noch besser, noch erholter und bin noch entspannter. Und da Hannover zu Berlin ja auch nicht die Welt ist, also nicht Hannover, sondern Panzermuseum in Munster, aber bei Hannover, werde ich das tun. Ich komme schon wieder, ich verfalle schon wieder ins Labern. Aber so ist das nun mal. Ja, den T50, schauen wir doch einfach mal rein, oder? Ah, was gibt's noch zu sagen? Altes, ja, also Gameplays, Arma 3, Altes live kommt. Ich habe auch schon das erste aufgenommen. Ich bin auch nicht so ganz zufrieden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ihr werdet mich alle verfluchen und ihr werdet alle kotzen und ihr werdet alle sagen, ey, das ist kackenlangweilig. Aber was soll ich sagen? Also ich meine, manch einer filmt, wie er zur Arbeit fährt oder wie er, habe ich neulich gesehen, total geil, wie er Motorrad fährt und quatscht die ganze Zeit nur dämlich, hat 100 Millionen, 1000 Abonnenten, alle finden das total geil. Er fährt halt immer in seinem Motorrad durch die Gegend und quatscht irgendwie, was er so erlebt hat tagsüber. Läuft bei ihm. Läuft. Insofern, warum soll ich nicht irgendwie durch altes Live schlapfen? Mir macht's Spaß. Also vielleicht probiert ihr es auch nochmal. Hier auch nochmal den Aufruf. Edit mich bei Steam. Und wir treffen uns auf dem Server von KBS Altes Live. Blende ich unten nochmal ein. Würde mich freuen. Also einfach mal was anderes als WoT. Aber die WoT-Videos fallen nicht weg, also ihr braucht keine Angst haben. Und wer es halt nicht mag, der guckt es halt einfach nicht an. Jetzt kommt Cry More, Please. Bis gleich. Auf der Map. Meinen oder Minen. Mit einer ausgewogenen Siegchance. Ja, na klar. Also die richtige... Ich wiederhole mich, ja?
Die geilen Spiele sind natürlich, wenn man Top-Tier ist. Und guckt euch an, es gibt drei Neuner. Es läuft für ihn. Es läuft für Crime More, Please. Und ja, er hat einen Reroll-Account. Ja, er hat 3000 Spiele und 2800 WN8. Aber, ganz ehrlich, ich habe auch mal spaßhalber versucht, mir einen Reroll-Account zu machen. Und dachte mir, den Chefi, den kann ich ja super geil und den finde ich toll. Ich bin nicht lila gewesen. Also insofern, trotzdem höchsten Respekt, weil die Leute es halt eben trotzdem drauf haben. Jo, interessant finde ich Thema drauf haben, dass er hier eine ähnliche Position wie ich anfährt. Ist natürlich mega scheiße, weil er kriegt eine verpellt und er kann irgendwie keinen platzieren. Ein schöner Schuss, gerade noch so reingelupft. Gelupft. Sehr schön. Aber wir lernen auch an dieser Posi. Läuft nicht. Dahinter geht's ordentlich bergab. Und da braucht man gar nicht erst versuchen, irgendwie drauf zu schießen. Was? Ja, muss wohl sein, aber. Wir stoppen. Ace! Nicht mich töten. Situation. Eigenes Team? Gegnerteam. Gegnerteam an der falschen Posi. Gegnerteam rusht die Flanke. Scheiße. Weil, wenn Gegnerteam Flanke rusht, Gegnerteam hinter, eigenes Team in der Zange, Gegnerteam in der Übermacht, Gegnerteam gewinnt. Nicht gut. Gar nicht gut. Insofern ist jetzt natürlich für die Posi hier in der Mitte extrem scheiße. Du bist, guck mal auf die Minimap, ey, drei sind da, der Rest ist da vorne. Du bist permanent, also so geht's mir dann zumindest, permanent immer so, muss ich hinten, kann ich vorne, geht nebenbei auch nur, keine Arti. Keine Arti, weil sonst hätte man diese Posi hier, ey, du wärst mit dem scheiß Tschechentank ratzfatz ausgeräuchert, bist du da. Da macht's Shazam und dann ist man einfach nur noch eine leere Hülle. Tja, Type 59. Das weiß ich nicht. Der Schuss war schwach. Der war echt schwach. Aber der Type hat sich das so in der Form, glaube ich, auch nicht überlegt, weil. Ich meine, was macht der da? Würdet ihr mit dem Type 59, der wohlgemerkt an dieser Position nicht Pulldown geht, weil er es nicht kann, weil der Bach nicht tief genug ist. Würdet ihr dort vorfahren? Ich meine, der wird ja zerruppt. Ja. Mach's gut. Type 59 in der Garage. Und da hilft dir dein Premium-Tank, der gehypt wurde von allen auf dieser Welt, auch nicht so richtig viel, weil du bist tot. Ja, jetzt erkennen wir auch schon, ja? Also die, so geil wie die Gun auch ist, sie ist präzise. Sie ist, sie hat eine Trommel, ja? Der Tank ist mobil, aber nach drei Schuss, du kannst mit drei Schuss einfach nichts machen. Du kannst mit drei Schuss, ich meine, ich weiß gar nicht genau, was macht der Alpha? Hallo, ich hab gefragt, was du Alpha machst. 320, sag mal, was geht ab? Alter. 320, als hätte ich es nicht gesagt. 320, Alpha. Ich meine, du machst roundabout 1000 Schaden, ja? Wenn alle durchgehen. Das ist ja auch nicht immer gesagt, dass jeder Schuss irgendwie trotz APCR mit Nicht-Gold. Auch eine sehr geile Aktion hier von ihm. Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Am Hill aus der Deckung fahren und seinen Neuner. Nee, das war ja gar nicht der 9er, das war der 8er Goldtank. Also seinen, egal, wie auch immer. Man muss es nicht unbedingt tun, seinen Tank wasten, weil um die Ecke fahren, Breitseite zeigen, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, was man auch sehr schön sieht, also ich meine, mal ganz ehrlich, nebenbei auch sehr schön. Der Move hier ist auch geil. Wir gucken uns mal an, was er hier versucht. Er versucht ja einfach mal, den Berg hochzufahren, um da hinten noch eine Sicht zu kriegen, ne? Was nicht klappt, aber das ist natürlich ein schlauer Schachzug ist. Ich sag mal so, man
Also gut, vielleicht, ja doch, es geht eigentlich jedem von uns so, oder? Jeder will irgendwie blauer Spieler oder Unikum werden. Klar, es gibt auch viele, die sagen, ich will nur einfach Spaß haben beim Spielen. Aber gut, ich kann nicht für euch reden. Ich rede mal über mich. Ich hätte es schon geil gefunden, wenn ich in meiner WoT-Karriere blau geworden wäre oder Unikum geworden wäre, ja? Aber ganz ehrlich, ich musste irgendwann mir eingestehen, es reicht halt einfach nicht. Es reicht nicht, weil was wir hier eben gerade gesehen haben, das ist für mich so die Kernaussage des, wann bin ich ein Unikum und wann bin ich es nicht, ja? Weil dieses taktische Zurückziehen, dieses einfach weniger Schaden fressen, als man austeilen kann. Wenn er ist hier genau an der Ecke wieder, also er hat genau das Verständnis, pass auf, da sind zu viele Tanks, ich muss eine Ecke weiter nach hinten rutschen. Er weiß ganz genau, wann kann ich mir einen kassieren und wann kann ich 1000 Schaden rausrotzen. Und das sind so die Dinger, wenn man das halt jedes Mal beherzigen kann, dann ist man spätestens ein blauer Spieler oder ein Unikum. Also, wenn man es dann irgendwann versteht, so wie ich nach 30.000 Spielen, ist man natürlich auch kein Unikum mehr, weil man halt 30.000 Spiele auf dem Buckel hat. Aber ja, das ist natürlich hier auch wieder eine sehr schöne. Ja, den Schuss hätte ich mir jetzt allerdings auch gefangen, aber dafür hat er einfach mal auch. Ja, wir sehen es jetzt ganz schön. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Ah, okay, ich bin nicht verwirrt. Es gibt einen zweiten Gold Tank. Ja, so läuft das halt. Einen kassieren und das Magazin rausrotzen. Genau so und nicht anders. Denn, ja, so, das ist der Urbegriff des Damage Trades. Wenn du dir überlegst, du hast, lass mal überlegen, 1600 Hitpoints, da fahren Tanks durch die Gegend, die machen 400 Schaden. Dann kannst du drei Schuss kassieren, ja? Drei Schuss kassierst du, um dann einfach mal 3000, also drei Magazine rauszuhauen, 3000 Schaden zu machen. Plus den Schaden, den man halt eben macht, weil man noch sniped. Ja, also das ist Damage Traden im ursprünglichsten Sinne. Nebenbei auf dem 34-3, muss ich ganz ehrlich sagen, bin kein Unikum, aber da hätte ich nicht drauf geschossen, auf den Turm. Da hätte ich gesagt, lass mal näher kommen, das Gerät, weil da kommt man nicht durch. Da hat man keine Chance. Aber, das war jetzt auch mal klassisch scheiße, ey. Das war klassisch scheiße und wird natürlich mit dem Tode bestraft. 11 zu 14. Fett zurück. Ladeschützen eingebüßt. Und er ist allein. Er ist einfach mal gegen vier Gegner. Gut. Noch ein bisschen Schrott durch die Gegend räumen. Ganz ehrlich, ich hätte. Naja, doch, ich hätte auch gewusst, was ich mache. Aber ist schon eine Scheißsituation. Der Tiger P ist auch ein ganz guter Spieler. AT7 ist langsam gut. T29 ist, ja. Und VK ist, ist halt einfach ein Sechser. Nicht die Gefahr. Aber musst halt irgendwie, also mal ganz ehrlich, wenn die alle gemeinsam irgendwo lang gefahren wären, ja, er ist jetzt Two Shot für alles und jeden. Und T29, nein, nee, One-Shotten wird er eh nicht können, oder? Oder doch? Ich weiß gar nicht mehr, was die T29 Gun macht. Also auf jeden Fall knifflig. Durchaus knifflig. Aber gut. Ja. Sechser ist natürlich easy peasy. Schön die Hügel. Da hätte ich mal. Er wusste natürlich nicht, wo der AT7 ist davor wahrscheinlich war. Wo der jetzt sich hin manövriert hat. 12 zu 14. Schon 5000 Schaden im Sack. Läuft. 5000 Schaden ist schon mal eine Ansage. Bam! Boah! Da! Na ja, gut. Ja. Konntest du den Schuss erlauben, ohne Frage. Nicht so das Problem, aber ich hab echt. Ich hab bei diesem Damage-Traden immer Angst, dass ich explodiere. Mir ist das mal passiert. Mir hat mal einer. Ich hatte die Hälfte Leben, hat mich einer Garmo-Wrecked. Und da dachte ich mir auch schon so.
Das verstehe ich jetzt nicht unter Damage Traden. Wieso liegt denn der auf der Seite? Alter Falter. Was geht ab? Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Der muss da wohl ein bisschen sportlich die Steilkurve genommen haben und umgekippt sein. Quasi umgekippt. Ja, Tiger P, gib ihm. Kein Problem. Tiger P ist auch nicht wirklich, ja. Ja, Panzerung. Oh. Oh. Das ist der einzige Move, wo ich echt sage, Tiger P macht mehr als 150 Schaden. Hätte ich nicht gemacht. Hätte ich nicht gemacht. Hätte ich nur gemacht, wenn ich noch 250, 230 ausgehalten hätte. Aber Erfolg gibt recht. Erfolg gibt recht und ja. Nein. Nein. Das nicht, mein Lieber, das nicht. T29 ist halt auch, naja, von den 7er Heavies, sag ich mal, der stärkste, würde ich sagen. Ja, guter Move hier, wie gesagt. Guter Move, einfach Distanz. Da, wo der einen aufgemacht hat, vermutet er einen auch als nächstes wieder. Wahrscheinlich hast du dir gedacht, dass du hier durchsneaken kannst, ohne aufzugehen. Aber T29 hat erstaunlicherweise. Na gut, ist jetzt nicht so die Mörderdistanz. Also hat, egal was er geskillt hat, geht er hier auf. Ja, schön. Schön getestet. Gehe ich auf? Nee, gehe ich nicht auf. Alles klar. Zack. Krass. Da. Ah. Ah. Scheiße. Da will man es dann schon gewinnen, ne? 7000 Schaden. Da will man dann schon. Ja. Aber es geht ja alles gut aus. Der T29 ist ja freundlich und fährt um die Kurve. Macht er. Ihm zuliebe. Also, war schon gar nicht schlecht, T29, aber in dem Winkel Sidescrapen. Wenn man auch deine obere Wanne und nicht gut. Gar nicht gut. Und immerhin hat ja dieses Gerät auch schlappe 250 Penetration. Das passt schon. Ja. Also eine Runde mit auch durchaus Gekämpfe. Aber was heißt Gekämpfe? Man kann auch immer sagen, er hat ja nur gekämpft an einer oder zwei Stellen am Anfang. Naja, aber es war halt einfach auch notwendig, sage ich mal, dass man an dieser Stelle kämpft, um gewisse Sachen unter Kontrolle zu bringen. Und ja, ich fand die gut. Ich fand die gut, die Runde. Am Ende auch schön Bewegung gezeigt, sich geguckt, wo ist der schwache Gegner, wo kann ich... nee, läuft, 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 läuft. Postgame-Stats oder auch Gefechtsauswertung. Bis gleich. Jawollo. Gemastert. 59.000 Brutto-Credits. 4.900 zweifache XP rausgeholt. Und die Kolo. Und die Redley. Und den Spartaner. Ja. Der Abpraller, der besagte. Riskante Sache. Riskante Sache. Das hätte dich schon ein bisschen geärgert, oder? Wenn das nicht geklappt hätte. Also mich hätte es geärgert. Heiker lieber analogisch und die Top Gun-Medaille. Und ja. Krass. Krasse Scheiße. Da kommt erstmal. Da kommt erstmal eine ganze Weile gar nichts. Aber sowas von gar nichts, gar nichts. Krass. Naja, aber so. Ich erzähle euch ja nichts Neues. Solche Games sind halt die Games, wo man. Brauchst die Konstellation, sonst schaffst du sowas nicht. Und du brauchst auch den Abpraller am Ende. Sonst schaffst du sowas auch nicht. Und insofern. Ich fand's gut. Und ich hoffe ja auch, in Richtung Wochenende gibt's mal ein bisschen Altes. Ich hoffe, ihr mögt mich dann noch. Macht's gut. Ciao, ciao.